Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns einmal gemeinsam an, was ihr tun könnt, wenn euer State of Decay 2 abstürzt bzw. crasht. Das ist das Thema vom heutigen Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Bevor wir allerdings ins Video reingehen, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ja, ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Und deswegen, warum nicht, oder? Das ist dann eher die Frage. Würde mich sehr freuen. Gruß geht raus, Burschen, auf jeden Fall. Danke dafür. Starten wir direkt rein. Und zwar zu Beginn natürlich kann das Ganze mit euren Grafikeinstellungen zu tun haben, die ihr gewählt habt. Mag jetzt für den einen oder anderen ziemlich obvious klingen, aber ich mag es dennoch erwähnt haben, dass ihr einmal checkt, ob ihr nicht zu hohe Grafikeinstellungen für euren PC verwendet. Gehen wir aber direkt weiter. Und zwar einmal in die Windows-Suche. Geben wir jetzt hier einmal Task Manager ein, öffnen diese App hier. Und hier können wir dann einmal auf mehr Details bzw. more Details klicken und dann bekommen wir hier eine fette Liste mit all den Prozessen und Programmen, die wir derzeit auf unserem PC geöffnet haben. Und da können wir dann einmal auch hier oben nach den einzelnen Komponenten sortieren und hier würde ich euch dann grundlegend einmal empfehlen, dass ihr alle Prozesse und Programme, die ihr nicht benötigt, die aber relativ viel Kapazität ziehen, einmal beendet, damit ihr einfach mehr Kapazität für State of Decay habt und somit einen Crash verhindern könnt. Genau, das heißt, in meinem Fall würde ich jetzt hier zum Beispiel auf Arbeitsspeicher gehen, weil jetzt hier relativ viel Arbeitsspeicher verbraucht ist und mir dann anschauen, welche Tasks jetzt hier so viel verbrauchen und dann die jeweiligen Tasks einmal durchgehen. Brauche ich Google Chrome, wenn nicht, dann einmal beenden hier unten rechts. Genau, das können wir auch noch bei den anderen Komponenten machen, dann können wir aber den Task Manager auch schon wieder schließen. Jetzt für alle Nvidia-Nutzer unbedingt einmal die App GeForce Experience runterladen, falls ihr sie nicht schon habt. Und dann hier mal auf Drivers gehen und hier unbedingt schauen, dass ihr die aktuellste Version vom Nvidia GeForce Game Ready Driver installiert. Das heißt, einfach hier auf Download gehen, das herunterladen und installieren, damit ihr unbedingt hier auf dem aktuellen Stand seid. Genau, dann gehen wir weiter in die Windows-Suche noch einmal und geben jetzt hier Gerätemanager ein, öffnen diese App hier, bekommen dann eine Liste mit allen Geräten, die wir installiert haben auf unserem PC und da können wir dann einmal bei Disk Drives reingehen. Rechts hier auf unserer Disk Drive, Update Driver, Search Automatically for Drivers und hier gegebenenfalls natürlich einen aktuellen Treiber installieren. Das gleiche macht ihr dann auch noch bei allen anderen Disks, bei Display Adapters und bei Prozessors. Genau, weil das meiner Meinung nach die wichtigsten sind. Und zu guter Letzt könnt ihr auch noch probieren, euren Onboard Audio Treiber einmal zu deaktivieren. Wie machen wir das? Wir gehen rein bei Sound, Video und Game Controllers in das Dropdown Menü und dann einmal rechtsklick auf Realtek R Audio. Und dann ganz einfach auf Disable Device und dann nur noch auf Ja. Und um das Ganze zu übernehmen, müsst ihr dann noch euren PC neu starten. Das war's dann aber auch schon. Euer State of Decay sollte wieder ganz normal funktionieren. Wenn es so ist, lasst gerne Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt auch einen Kommentar da lassen, wenn wir uns das Ganze anschauen. Ansonsten war's das. Kuss geht raus, Burschen. Pfiat euch und Baba.